Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Quiz mit Tisch. Heute mit Popo-Star Vanessa Mai. Prost. Und weiter der Max. Yay! Yeah. Ist mein Popo so scheiße, oder was? Der ist ja gut, Popstar, Popo-Star. Geil. Auch heute geht's wieder um die einen minimalen Trommelwirbel fordere ich. Die darf man anfassen. Und ja, wenn man diese Tischplatte berührt, dann wird man auf ewig reich und potent sein. Wie viele Beine hat ein Alpaka? 4. Ernsthaft? So einfach? Weh, du machst es so Schwieriges. In welchem US-Bundesstaat befindet sich die Stadt Los Angeles? Kalifornien. Welche Farbe hat der Shot, der gerade vor dir steht? Grün. Ja. Nee. Wie viele Buchstaben hat das Wort Shot? 4. Wie heißt die Unterhose, welche sich durch einen knappen Schnitt und eine in der Gesäßspalte sitzende Schnur oder einen Riemen auszeichnet? Tanga oder G-String? Ich kenne meine Schubladen. Tick und Trick. Welcher Neffe von Donald Duck fehlt? Track. Welches Land hat die Frauenfußball-EM 2022 gewonnen? England. Was ist man, wenn man umgangssprachlich die Lampen anhat? Voll. Alkoholisiert. Ja. Wie wird Tetrahydrocannabinol abgekürzt? THC. Boah, nein! Da vorne, Junge! Wenn man keine weiteren Möglichkeiten mehr hat, ist umgangssprachlich das Ende welcher Stange erreicht? Fahnenstange. Wie viele Ecken hat ein Würfel? 6. Aha. Was? Acht? Würfel? Und ist immer mal ganz flott, die Karotti. Und weg. Nimm mal kurz einen Erfahrungsbericht. Ist es so eklig, ja? Und? Sehr eklig. Max, du bist Student, du studierst gerade Zahnmedizin. Genau. Dafür nochmal einen Riesenapplaus. Okay. Was bedeutet das? Du kannst quasi Zähne ordentlich reinigen, du kannst sagen, wenn es Fehlstellungen gibt. Ja, also noch nicht. Ich habe jetzt erst das erste Jahr hinter mir, aber dann hoffentlich in 4 Jahren wird es gut. Und gib mir mal eine kleine Ausschau. Ja, alles wunderschön, ja, natürlich. Ich kann schwarze Stellen hier. Ich habe hier an den Seiten, wenn es schwarz ist. Ja, in 3 Jahren brauchen wir Leute bei der Studentenbehandlung, also gerne vorbeikommen nach Hannover. Ist das wie beim Friseur, dass man, wenn man hingeht und dann geht zu Studenten oder zu Auszubildenden, dass man das umsonst bekommt? Also wenn ich da zu euch komme, kriege ich von euch umsonst die... Musst du Geld lassen beim Zahnarzt? Also du willst irgendwie goldene Kuh? Nee, aber er hat doch gerade gesagt, es ist wie beim Friseur. Wenn du zum Friseur gehst und die Azubis... Das habe ich gar nicht gesagt. Du hast mit dir selber gesprochen. Ich sag mal so, es lohnt sich. Also, es lohnt sich, also. Gut. Gerne nach Hannover kommen. Ich glaube, ich habe Bock auf Veneers. Veneer, ich habe eins. Vorne. Wie? Ich habe ein Veneer vorne. Aber gar nicht. Ich hab, ja, das ist auch der Sinn der Sache. Ich habe auch das ganz gut gemacht. Bei manchen sieht man's. Ja, nee, wenn man es gut macht, denn? Was nicht, weil ich in Bordstein gebissen habe als Kind. Nee! Ein Fahrradunfall gehabt. Wieso das? Ich weiß nicht, ob links oder rechts. Das Dumme ist nur, ich habe meine Zähne gebleached, aber nur oben, weil unten hat es wehgetan. Und deswegen werden die ja wieder dunkler, ne? Irgendwann, die bleachten. Ja, genau. Das muss aber man... das Veneer bleibt natürlich so, wie es ist. Stimmt. Das ist natürlich dämlich. Wow. Wie viele Ecken hat eine Pyramide? 5. Das hätte ich nicht. Wie nennt sich das mysteriöse Seegebiet im Atlantik, in dem angeblich immer wieder Schiffe verschwinden sollen? Come on. Dreieck, Bermuda-Dreieck. Mein Gott. Eieieiei. Prost. Das ist schon ziemlich geil, weil du mich vorher so geärgert hast. Okay, ich schaff's aber. Und jetzt geht runter damit und lecker, das schmeckt Launi. Darf man sich die Nase zuhalten? Nein, das ist wirklich nicht. Das wird mit bösen Kommentaren bestraft. Die kriege ich sowieso. Man braucht das gesamte Erlebnis. Vanessa, vor 2 Tagen erschien etwas ganz Tolles, und zwar dein neues Album Metamorphose. Dafür jetzt mal einen Riesenapplaus. Ganz kurz, erzähl mal was zum Album und warum sollten die Menschen es sich geben? Metamorphose beschreibt meine ganze Karriere eigentlich. Es hat nichts mit dem Genre-Switch zu tun, weil ich finde Schlager immer noch geil. Das denken ja viele, ich finde es irgendwie nicht gut, aber ich mag Schlager immer noch und ich höre es auch gerne noch. Ich mache es auch selber gerne. Schlag mich gern. Ich schlag mich auch gern. Und ich habe tatsächlich etwas erreicht in meiner Karriere, was nicht viele aus
Besuch hier. Ich bin hier und ich bin unabhängig und habe mich von ganz vielen Sachen freigeschwommen und kann jetzt einfach machen, was ich Bock habe. Und das ist so das höchste Gut und die Platte ist echt geil geworden, sehr abwechslungsreich. Dream, danke. Danke. Nach dem Dreh wird gekauft. Voller der Shot jetzt. Ist auch geil, die Nasenlöcher sind noch ziemlich groß in der Kamera, gell? Welcher aus Offenbach stammende Rapper heißt bürgerlich Aykut Anhan? Aus Offenbach? Hafti! Oh, Hafti, scheiße, ich finde dich auch voll gut. Hafti! Hafti, und jetzt aber, ich würde dir empfehlen, Vanessa in einem durch. Warum ist es nicht unten? Ja! Boah, Apfelwein. Nee. Aber das passt ganz gut. Du bist abgefüllt. Max, du füllst hobbymäßig gerne Menschen ab. Genau, ich weiß das. Also ich mixe gerne mal Sachen zusammen. Zum Beispiel die Turbine ist ein ganz tolles Rezept von mir oder meinem Vormieter eher gesagt. Was ist denn das? Das sind 3 Liter Wasser, 1 Flasche Goldkrone und 1 Dose Krümel-Eistee Pfirsich. Und alles zusammen. Und da kann man einen richtig schönen Abend mit haben. Aber natürlich, Alkohol kennt dein Limit. Ja. Auch als angehender Zahnarzt. Ganz, ganz wichtig. Zerstört Alk meine Zähne? Ist schon nicht so gut, nee. Also gerade das Zeug ist sehr zuckerhaltig. Also wie reinigt man denn deine Zähne am besten? 2-mal am Tag, 3-mal am Tag? Es gibt Zahnpasta. Ich möchte es vom Experten hören. Also tatsächlich, das haben wir erst nächstes in 2 Semestern. Aber natürlich 2-mal am Tag. Im dritten Semester lernt man dann so oder was? Im dritten Semester lernt ihr, wie man sich die Zähne putzt. Aber sag mal, Zahnreinigung professionell kann man schon einmal mehr machen, aber so oft ist es auch ungesund. Das ist nur Geldmacherei. Komm, sag's. Ich würde schon sagen, 1-2 Mal im Jahr sollte man es machen. Einmal im Jahr ist cool. Wenn man so einen Retainer hat, ist das sehr wichtig, weil sich darunter Zahnstein bilden kann. Was also, ist denn ein Retainer? Wenn man eine Zahnspange hat, hat man manchmal so ein Draht hinter den Zähnen, damit die sich nicht wieder verbiegen. Und da ist das ziemlich wichtig. Lass ich mir von der Vanessa die Zähne ausschlagen und du darfst sie wieder richten. Boah, da hätte ich Bock drauf. Geht aber erst in 2 Jahren. Ich mache was. Polier mir auch nicht zu fressen. Lauf mit hochhackigen Stiefeln über meinen Rücken. Okay, ich freue mich für Wie heißt die Anti-Superhelden-Serie rund um die Charaktere Billy Butcher, Homelander und Starlight? The Boys. Wow. Welcher Brenner ist noch heute nach seinem Erfinder benannt? Wer? Brenner? Bundesbrenner. Zu spät, zu spät. Scheiße. Ach, leider zu spät. Ja. Haust dir rein, knüppelst dir rein. Aber ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ich muss das 2 brauchen. Natürlich diese 2 Ekelbilder, Max. Einmal bitte ekeln. Aber ganz ehrlich, in einem ist es auch okay, aber ich muss das 2 machen. Wie heißt der erste Ehemann von Claudia Effenberg? Klaus Strunz. Ja, Stefan Effenberg. Stefan Effenberg. War schon richtig. Die hat ja den Effenberg und Strunz. Dann war was und ja. Ich hab's doch gerade. Das ist echt scheiße. Also ich finde, das schmeckt wie wenn man so ein Schnitzel isst und dabei halt wirklich so Sauerkraut. Also das war ja schön, wenn es so wäre. Nee, also ich fand es jetzt nicht so ultra schlimm, muss ich sagen. Ach, einen ganz mutigen. Nimm mal bitte nach 5 für ihn. Das ist anders. Und tschüss. Bye. Mit wem ist Wayne Carpendale verheiratet? Annemarie Carpendale. Mit wem ist der Quantenchemiker Joachim Sauer verheiratet? Angela Merkel. Mit welchem Schlagersänger ist das It-Girl Laura Müller verheiratet? Michael Wendler. Mit welcher Bezeichnung wird die elektrische Leistung angegeben? Ampere. Ampere ist Stromstärke. Ja. Na super, Schlauberger. Ich hab da vor 3 Wochen die Klausur drüber geschrieben, also. Ihr lernt also nicht, wie man Zähne reinigt, aber wie was zu machen. Ja, wir haben auch gelernt, wie eine Heizung funktioniert, also. Bist du mal wieder kurz? Ja, dann endlich bist du mal wieder weg vom Tisch. Max, du hast ein Geschenk mitgebracht. Ich habe ein Geschenk für euch mitgebracht. Holst mal bitte raus und erklär mal ein bisschen was dazu. Es ist zweiteilig. Also, ach, von dir, oh mein Gott. Ich habe euch euer Studio aus Lego nachgebaut. Ach du Scheiße. Ist das geil. Wie geil ist das? Genau. Okay, das ist cool. Ja, also, mit der Wand hinten. Genau. Dankeschön. Wow, das ist echt ein tolles Ding. Wow. Genau, also ich bin so, also neben meinem Studium bin ich selbstständig, also sozusagen als Designer für Lego-Modelle, nicht offiziell von Lego, ganz wichtig juristisch zu sagen. Ja, es gibt noch andere Blog. Aber wäre Lego geil für dich? Ey, Lego, wär geil, aber Lego, hallo, guck mal, mach mal, das ist geil. Und ja, da habe ich gedacht, ich baue euch mal euer Studio nach. Aber hast du noch für andere Studios schon gemacht? Genau, ich habe das ZDF-Magazin Royal Studio schon gebaut, für Jan Böhmermann. Du hast ja Böhmi das Studio übergeben, oder? Wie genau, ja. Der hat sich gefreut wie ein Kind, wie ein Kleinkind. Also der ist selber Lego-Fan, von daher war das echt cool. Das ist ja sogar der Schwamm. Der Schwamm!
wie geil. Ja, Details sind wichtig. Cool. Wo seid ihr denn? Die Details von euch zwei würde ich auch gerne. Genau, hier. Ich habe dich auch nachgebaut, die Figur. Genau. Benni hat auch Käse in der Hand. Ja. Was hab ich hier in der Hand? Das soll der Comedy-Preis sein. Der war schwierig in dem kleinen Maßstab nachzubauen. Dafür gibst du mal einen riesen fetten Hund. Wow, krass, ey, krass. Also ich würde gerne den Hund mitnehmen, weil das sieht eher aus wie mein Hund. Ja, kannst du gerne machen. Ich kotze euch auf die Füße! Welche bekannte Rennstrecke befindet sich in der Eifel? Falsch, ganz nah dran. Nürburgring? Nein, das ist in der Eifel. Echt, wär's gewesen? Ich hatte es im Kopf, aber Eifel? Ja. Das ist echt eklig, Mann. Gib ihm. Ah! Und das ist ja. Und sagt tschüss. Ja. Ja. Okay, das ist echt krass. Welche britische Kronkolonie ging 1997 zurück an China? DDR, keine Ahnung. Hongkong! Bro, willst du das denn wissen? Ja, weil ich mich schlau bin und das alles Show war. Ich bin absichtlich raus. Oh, jai. Boah. Wie Rotze heute, wie Spucke. Dann ist er ein bisschen schadenfroh. Ja. Neuer Shot. Und der ist ja immer voller, seid ihr wahnsinnig? Alter, Falter! Nee, das geht nicht, das ist ja viel zu voll, krieg ich ja gar nicht rein. Ich seh die Kommentare schon. Weiter geht's. Das gemacht, gib dir. Wie nennt man einen Facharzt für innere Krankheiten? Internist. Ey, leck mich doch alle am Arsch. Nein. In welcher Sprache werden traditionell die Anweisungen beim Ballett gegeben? Französisch? Ja! Okay, geil. Hoffentlich. Von welchem Gebäude fiel King Kong im Film von 1933? Empire State Building. Nein! Oh, shit. Wie nennt man Hirtenvölker ohne festen Wohnsitz? Nomaden. Leck mich. Nein! Wie viele Kammern hat das menschliche Herz? 12. Oh! Zwei? Vier Kammern. So, komm mal zur Kammer des Schreckens. Das ist ein Magenreiniger. Ja, aber ganz schaffe ich den nicht. Ihr habt kein Leben mehr, ne? Nee, du musst dich in deine Kamera verabschieden und dann wirst du rot erleuchten. Ja, was war das? Ja, danke. Und damit stehen Max und ich im großen Finale und wir spielen entweder oder! Gangster oder CEO? Tim Cook. CEO. Pablo Escobar. Gangster. Carlo Gambino. Gangster. Ja! Farid Bang. Gangster. Nee. Ah, nein! 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 Ah, tricky! Ja, tricky im zweiten Gang. Das schmeckt lecker. Oh, das war ganz schön lecker, du. Das macht lange. Also, ja. Du tut kein Not, du. Tisch. Diesen See gibt es wirklich. Och nein! Chiemsee. Gibt es. Michael Ammersee. Nicht korrekt. Okay, ja. Viktoriasee. Korrekt. Haben wir das geraten? Titicacasee. Nicht korrekt. Ja! Und damit gewinnst du die goldene Tischplatte. Ja! Ist das Ding! Geil! Ich habe schon oft diese riesengroße gewonnen. Unter dem Ding hat man einen ganz anderen Ton. Hallo, hört ihr mich? Wie dumpf! So, ein Trick! Sauf! Das bist du uncool! Super! Riesen Applaus für Max! Ey! Auch für das tolle Geschenk natürlich! Riesen Applaus für uns dabei! Ja! Oben gibt's ein tolles Video, und zwar von Leroy Wills Wissen. Wie ist das, sich in die Luft zu sprengen? Würde ich auch gerne mal wissen. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder weg das Quiz mit Tisch. Tschüss!